In diesem Video soll es um das Pascalsche Dreieck und den Binomialkoeffizienten gehen. Es werden Werkzeuge sein, mit denen wir die Wahrscheinlichkeiten bei der Binomialverteilung schneller berechnen können. Dazu schauen wir uns wieder ein Beispiel an, und zwar die Wegwahl von den stochastischen Mäusen. Und wenn wir uns an das Experiment erinnern, kann man sich vorstellen, dass wenn man die Daten genauer haben möchte, ist es sinnvoll, möglichst viele Entscheidungen treffen zu lassen. Also je mehr Entscheidungen die Mäuse treffen sollen, desto genauer sollten unsere Daten sein. Das heißt, dass wir an möglichst langen Bernoulli-Ketten interessiert sind. Unser Experiment wird wieder ein Labyrinth sein, ein Mäuselabyrinth mit verschiedenen Kammern. Wir starten in eine Kammer und die würde ich gerne nummerieren, und zwar fange ich bei 0 an, das ist die Kammer in der 0. Ebene und das ist die Kammer Nummer 0 in der 0. Ebene. Darunter kommen zwei Kammern. Beide Kammern sind dann in der 1. Ebene. Das ist die 0. Kammer davon, das ist die 1. Dann kommt die 2. Ebene. Dort haben wir drei Kammern. Und zwar die Kammer Nummer 0 in der 2. Ebene, die 1. Kammer und die 2. Kammer. Und so weiter. Da ich es etwas allgemeiner halten möchte, deute ich hier mit Punktchen Unterbrechung von der Zeichnung an. So, also nach der Unterbrechung der Zeichnung kommt die Ebene Nummer n, dort die 0. Kammer, nebenan Ebene n 1. Kammer, dann mache ich wieder eine kurze Unterbrechung. Irgendwo dazwischen kommt eine Kammer Nummer k in der n-ten Ebene. Dann wieder eine Unterbrechung. Und dann kommen natürlich die letzten Kammern in der n-ten Ebene. Das wäre einmal die n minus 1. Beziehungsweise die n-te Kammer in der n-ten Ebene. Und die sollte ich noch bezeichnen, das ist die dritte Ebene, 0. Kammer und so weiter. So, also diese Schreibweise x, y bedeutet, dass wir die y-te Kammer in der x-ten Ebene haben. Jetzt wechsle ich die Farbe und jetzt möchte ich in Rot Anzahl der Wege zählen, die zu den jeweiligen Kammern führen. So, an der ersten Kammer führt ja auch kein Weg vorbei und es gibt nur eine Möglichkeit, dort anzukommen. Also es gibt nur einen Weg, der dahin führt. Zu dieser Kammer 1, 0 gibt es auch nur einen Weg, nämlich von da nach da. Ebenfalls zu dieser Kammer gibt es nur einen Weg. Jetzt wird es etwas interessanter in der 2. Ebene. Wenn wir zu der Kammer 2, 0 kommen wollen, gibt es den Weg von dieser Kammer aus.
Wenn wir in der mittleren Kammer sind, können wir entweder einen Weg aus der Kammer 1,0 bzw. aus der Kammer 1,1 haben. Es gibt also zwei Wege, die uns zu dieser Kammer führen. Und hier am Rand Kammer 2,2, dort gelangen wir nur aus der Kammer 1,1. Also es gibt nur einen Weg, der dahin führt. In der Ebene 3 kommen wir zu dieser Kammer nur aus der Kammer 2,0 her, also gibt es nur einen Weg. Zu der Kammer 3,1 gibt es einmal den Weg aus der Kammer 2,0 und zwei Wege aus, beziehungsweise einen Weg aus der Kammer 2,1, zu dem es aber zwei Gäbe gibt. Das bedeutet, insgesamt gibt es eine Möglichkeit von hier aus und zwei Möglichkeiten von hier aus. Es gibt also insgesamt drei Möglichkeiten, dort zu gelangen. Genau hier, genau wie hier. Es gibt zwei Möglichkeiten von dort und eine Möglichkeit von hier. Also insgesamt drei. Und zu der Kammer 3,3 gelangen wir nur aus der Kammer 2,2. Dorthin führt nur ein Weg, also insgesamt gibt es nur einen Weg, hierhin zu gelangen. Die vierte Ebene. Wenn wir hier landen wollen, müssen wir zuvor in der Kammer 3,0 sein. Das bedeutet, es gibt nur eine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Zu 4,1 kommen wir entweder aus 3,0 bzw. 3,1. Also eine Möglichkeit von da, drei von da, insgesamt vier Möglichkeiten. Zu 4,2 gibt es drei Möglichkeiten aus 3,1 bzw. drei Möglichkeiten aus 3,2, insgesamt also sechs Wege. 4,3, dahin führen uns drei Wege von hier bzw. ein Weg von da aus. Es gibt also vier mögliche Wege zu 4,3 und 4,4 kann man nur erreichen, wenn man in 3,3 gewesen ist. Es gibt nur einen Weg, der dahin führt, und wenn wir diesen fortsetzen, gibt es immer nur noch einen Weg zu 4,4. Und jetzt kommt der Grund, weshalb wir mit den nullten Ebenen angefangen haben und die Kammern mit 0 angefangen haben, in jeweiligen Ebenen zu zählen. Das wird gleich wichtig sein, wenn wir von dem Binomialkoeffizienten sprechen. Diese Schreibweise nenne ich auch Binomialkoeffizient, also einmal in blau Gleichzeichen. Also ich möchte diese Schreibweise 0 über 0, werden wir sagen, gleich 1 setzen. 1 über 0 soll der 1 entsprechen, 1 über 1 soll 1 entsprechen, also diese Schreibweisen entsprechen gleichzeitig diesen Zahlen. Wenn man sich das ganz genau anschaut, sehen wir eine Systematik. Wenn wir uns am Rand befinden, gibt es immer nur eine Möglichkeit. Das bedeutet, wenn wir in der Kammer N0 sind, gibt es nur eine Möglichkeit. Also n über 0 ist 1. Wenn wir dann rechts daneben sind, ist der Binomialkoeffizient n über 1, dieser entspricht der Nummer der Ebene, also n über 1 wäre n. Was n über k ist, wissen wir noch nicht, das wird gleich unser Ziel sein. Das ist vorerst unbekannt. Und wir sehen auch in dem Dreieck eine, oder in der Pyramide eine gewisse Symmetrie. Auch hier am Rand gibt es Einsen, also n über n ist auch 1. Und n über n minus 1 ist n. Ja, die Schreibweise n über k, das ist Binomialkoeffizient. Und teilweise wissen wir, wie man die berechnet. Einmal n über 0 ist 1, beziehungsweise n über n ist gleich 1.
Und sonst haben wir gesehen, werden diese Koeffizienten folgend berechnet. Man nimmt die Koeffizienten, die drüber sind, und addiert sie. Also wenn ich ein n über k haben möchte, brauche ich den Koeffizienten drüber und schräg nach links. Also zum Beispiel können wir das hier angucken. Wenn ich 4 über 2 berechnen möchte, brauche ich 3 über 1 und 3 über 2. Das bedeutet, ich gehe in der Anzahl der Ebenen oder in der Nummer der Ebene 1 drunter. So, der linke Koeffizient, den ich brauche, da wird auch von der unteren Zahl 1 abgezogen. Und dazu muss ich den rechten Koeffizienten, der drüber liegt, addieren. Die Ebene drüber wäre n minus 1 und die untere Zahl bleibt so. Also wenn ich n über k ausrechnen möchte, muss ich n minus 1 über k minus 1 plus n minus 1 über k addieren. Und das ganze Gebilde, was wir da haben, hat eine Dreiecksform. Und das nennen wir das Pascalsche Dreieck. Und wenn man das ganz genau nimmt, hätten wir auch zu diesem Pascalschen Dreieck sozusagen ein Mäuselabyrinth der Länge n. Nun stellt sich natürlich die Frage, kann man diesen Binomialkoeffizienten n über k direkt berechnen? Und die Antwort heißt ja, und wir gucken uns an, wie das funktioniert. Dazu gucken wir uns an, wie wir überhaupt zu einer Kammer kommen. Also wie kommt man zu Kammer mit der Bezeichnung n über k? Und wieder mal gucken wir uns ein Mäuselabyrinth an und nummerieren. Und ich nummeriere mal die Kammern mit den zugehörigen Binomialkoeffizienten. Und im Folgenden bedeutet ein Kreuz mal. Also das soll kein x sein, sondern es soll einfach auch für eine Anzahl stehen. Wir starten also bei den Koeffizienten 0, 0 über 0. Und jetzt zählen wir, wie oft wir in welche Richtung abbiegen, um bei den jeweiligen Koeffizienten zu landen. Also wir können weder nach links oder nach rechts abbiegen. Wenn wir dort landen, biegen wir einmal nach links ab und 0 mal nach rechts ab. Für den Koeffizienten 1 über 1 biegen wir 0 mal nach links ab und einmal nach rechts. Bei den Koeffizienten 2 über 0 biegen wir zweimal nach links und 0 mal nach rechts ab. Um bei den Koeffizienten 2 über 1 zu landen, müssen wir einmal nach links abbiegen und einmal nach rechts abbiegen. Wenn wir bei den Koeffizienten 2 über 2 landen, sind wir 0 mal nach rechts abgebogen und 0 mal nach links und zweimal nach rechts. 3 über 0 bedeutet, dass wir dreimal nach links abgebogen sind und 0 mal nach rechts. 3 über 1 bedeutet zweimal nach links, einmal nach rechts. 3 über 2 bedeutet, wir sind einmal nach links abgebogen und zweimal nach rechts. Und 3 über 3 bedeutet, dass wir überhaupt nicht nach links abgebogen sind, sondern
Alle drei Male nach rechts. Wir können also einem Binomialkoeffizienten n über k folgendes zuordnen. Wir sind k mal nach rechts abgebogen. Schreibe ich lieber nochmal. Also auch hier ein Kreuz steht für die Anzahl, also k mal nach rechts, und den Rest sind wir n minus k mal abgebogen. Ja, wenn man die beiden addiert, bekommt man insgesamt n. N minus k plus k ist n. Das wäre jetzt die Anzahl, wie oft wir insgesamt abgebogen sind, und da muss man natürlich bei n über k auf n kommen. Das heißt, dass die Anzahl der Wege der Anzahl der unterschiedlichen Mustern entspricht, die wir aus Pfeilen, die nach links bzw. nach rechts zeigen, entspricht. Und zwar haben wir k Pfeile, die nach rechts zeigen, und den Rest, also n minus k Pfeile, die nach links zeigen. Also ich gerade, hier habe ich ein Fragezeichen vergessen. Wenn wir es also schaffen, die möglichen Muster aus Pfeilen nach links und rechts zu zählen, beziehungsweise dafür eine Formel zu bekommen, haben wir auch automatisch eine Formel für den Binomialkoeffizienten. Und wie immer schauen wir uns das an einem Beispiel an. Ich nehme den Koeffizienten 5 über 3. Und um das etwas übersichtlicher zu machen, möchte ich nicht mit Pfeilen arbeiten, sondern ich sage, ein Pfeil nach rechts ist eine 1 und ein Pfeil nach links entspricht eine 0. So kann ich die Symbole besser auseinanderhalten. 5 über 3 bedeutet, wir haben 3 Nullen und 2 Einsen. Und jetzt gehe ich systematisch alle möglichen Muster durch. Es gibt Muster, die mit 3 Nullen anfangen, dann müssen die restlichen 2 Einsen kommen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, ein Muster mit 3 Nullen am Anfang zu erstellen. Dann kommen die Muster, die 2 Nullen am Anfang haben. Und danach kommt eine 1. Danach gibt es noch nur die Möglichkeit, dass wir eine 0 und dann eine 1 haben oder eine 1 und dann die 0. Da sind alle Muster, die mit 0, 0, 1 anfangen. Dann die nächste Möglichkeit, alle Muster, die mit 0, 1 anfangen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass dann 2 Nullen folgen, dann die 1, dann die Möglichkeit, dass eine 0, 1 und 0 kommt, dann eine 1, 0 und 0. Damit wären auch alle Muster durch, die mit der Kombination 0, 1 anfangen. Und dann gibt es noch die Muster, die mit einer 1 anfangen. Dann gibt es 1, 0, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Durch das systematische Vorgehen können wir uns sicher sein, dass wir alle Muster erwischt haben. Und wenn wir jetzt nachrechnen, sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 verschiedene Muster. Natürlich könnte man das immer machen. Irgendwann ist es aber sehr aufwendig. Es gibt auch eine Formel dafür, um diese zu entdecken bzw. herzuleiten. Machen wir einen Schritt zurück und tun so, als ob wir mit Symbolen arbeiten würden, die alle unterschiedlich sind. Und
Anstatt mit 3 Nullen und 2 Einsen zu arbeiten, gucken wir uns jetzt ein Beispiel an mit 5 verschiedenen Symbolen. Und die Frage lautet, wie viele Möglichkeiten gibt es, 5 Symbole zu platzieren? So, wir haben also 5 Felder, 5 Plätze, wo wir Symbole platzieren können. Und wenn ich jetzt mit einem Symbol starte, habe ich am Anfang 5 Möglichkeiten, das erste Symbol zu legen. Das bedeutet, auf jeden Fall haben wir 5 Möglichkeiten am Anfang. Und sagen wir, ich lege ein Symbol, ein umgedrehtes oder ein, ja, so ein Dreieck, das auf dem Kopf steht, zum Beispiel hier. So, dann möchte ich ein zweites Symbol legen und dafür habe ich nur noch 4 Möglichkeiten. Das bedeutet, die Anzahl der Möglichkeiten wird mit 4 multipliziert. Ich hatte ja 5 Möglichkeiten, das erste zu legen, bleiben also 4 übrig, das zweite zu legen. Das lege ich vielleicht mal hier hin. Wenn ich das dritte Symbol hinlege, bleiben mir nur noch 3 Möglichkeiten, das Symbol zu legen. Also die Anzahl der Möglichkeiten für das dritte Symbol liegt bei 4 mal 5, 5 mal 4 mal 3. Und zum Beispiel lege ich so ein Symbol. Dann bleiben wir mir für das vierte Symbol 2 Möglichkeiten, es zu legen. Und für das letzte Symbol, da bleibt nur noch ein Platz übrig. Eigentlich wäre man jetzt mit der Rechnung fertig, aber man schreibt dann gerne nochmal mal die 1, um zu verdeutlichen, dass wir insgesamt 5 Symbole hatten. Also nochmal die 5, das sind die 5 Möglichkeiten für das erste Symbol. Die 4 ist Anzahl der Möglichkeiten, danach das zweite Symbol zu legen. Die 3 ist die Anzahl der Möglichkeiten, anschließend das dritte Symbol zu legen. Dann bleiben uns noch 2 Möglichkeiten, das vierte Symbol zu legen. Und wenn wir das vierte gelegt haben, bleibt nur noch eine Möglichkeit übrig, das fünfte zu legen. Ja, das wird eine ziemlich große Zahl sein und wir sehen, dass es schon deutlich über 10. Und der Trick ist jetzt, aus diesen Möglichkeiten, die wir hier haben, alle rauszunehmen, die mehrfach vorkommen. Wenn man sich die Muster hier anschaut, kommt die 1 zweimal vor. Das bedeutet, wenn wir uns diese Zahl anschauen, wird es Muster geben, wo wir 2 Einsen haben, die man vertauschen könnte. Ja, die 2 Einsen kann man auf 2 mal 1 Möglichkeiten, auf 2 mal 1 mögliche Arten legen. Also es gibt 2 mal 1 Möglichkeiten dafür. Die 0 kommt dreimal vor. Das bedeutet, man könnte die 3 Nullen voneinander nicht unterscheiden und man müsste die Anzahl dieser Möglichkeiten durch die Anzahl der Möglichkeiten, die es gibt, 3 Nullen zu legen. Und da gibt es 3 Möglichkeiten für die erste Null, 2 Möglichkeiten für die zweite und eine Möglichkeit für die erste, für die dritte. Das heißt, wir können 5 über 3 berechnen, indem wir diese Zahl nehmen, Anzahl der Möglichkeiten, 5 Symbole zu platzieren. Und diese Anzahl müssen wir durch die Anzahl der Möglichkeiten dividieren, die 2 Einsen zu legen. Und wir müssen auch die Möglichkeiten rausdividieren, die Nullen zu legen. Also nochmal durch 3 mal 2 mal 1. Dann würde Folgendes passieren: 3, 3, 2, 2 und 1, 1. Die Zahlen würden sich rauskürzen. Es bleibt also 5 mal 4 geteilt durch 2. Das sind 20 halbe.
Das sind also die 10 Möglichkeiten, die wir schon hier durch das systematische Legen von dem Muster gefunden haben. Allgemein gilt dann Folgendes. N über K wird im Zähler die Anzahl der Möglichkeiten N Symbole zu legen, also N mal N minus 1 mal N minus 2 mal, und dann kommen jetzt alle anderen Möglichkeiten, bis der Zähler mit 3 mal 2 mal 1 endet. Dann müssen wir aus diesen Möglichkeiten die rausdividieren, wie viele Möglichkeiten gibt es, K-Symbole zu legen. Und das ist K mal K minus 1 mal K minus 2 und so weiter, bis 2 mal 1. Und das Ganze müssen wir noch durch die Anzahl teilen, die N minus K-Symbole zu legen. Das ist n minus k mal n minus k minus 1 mal und so weiter, bis wir bei 2 mal 1 gelandet sind. Machen wir noch ein Beispiel. Den Binomialkoeffizienten 7 über 4 kann ich ausrechnen, indem ich die Zahlen von 1 bis 7 multipliziere. Und dann muss ich diese Zahl durch die Anzahl der Möglichkeiten 4 Symbole zulegen. Davon gibt es 4 mal 3 mal 2 mal 1. Und dann teilen wir noch durch die Anzahl der restlichen Symbole. Ich habe ja schon durch die Anzahl der Möglichkeiten 4 Symbole rausdividiert. Jetzt muss ich die restlichen nehmen. Es bleiben also noch 3 Symbole. 7 minus 4 sind ja 3. Also 3 mal 2 mal 1. Und wenn man das ausrechnet, landen wir bei 35.